Ganz am Ende des Bodentals rankt sie schließlich doch empor. Eine Bohnenranke, die zu einer Stadt in den Wolken führt. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Valentina präsentiert einen Prinzen namens Mellow, der irgendwie nicht aussieht, als gehöre er in dieses Königreich. Ob die gute Valentina sich nur mit einer List selbst zur Königin küren wollte? Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Super Mario RPG. Das Format, was ein bisschen seltener kommt, aber wenn es kommt, dann kommt es. Und Leute, wir haben in der letzten Folge ein Wolkenreich am Ende der doch endlich erscheinenden Bodenranke gefunden. Nur, das war gegen Ende der Folge und wir mussten wieder runter. Deswegen müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal nach oben rauf und schauen wir uns um, was da in diesem Wolkenreich vor sich geht, denn irgendwas ist da nicht ganz koscher, denn dort wird uns ein falscher Prinz Mellow untergejubelt. Da müssen wir unbedingt rausfinden, was es damit auf sich hat, denn nur wir haben das Original bei uns nämlich mitten im Team. In diesem Sinne, viel Spaß damit, Ladies und Gentlemen. Heißt übersetzt, wir müssen tatsächlich genau hier jetzt einmal rein und werden vermutlich auch den ein oder anderen Kampf an der Bodenranke haben. Da ist sie! Ist sie das? Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wie komme ich hin? Ich habe mir vorher vergessen, was zu trinken zu holen. Ich habe so gar nichts hier. Mist. Ja, jetzt ist zu spät. Oh, guck mal, die Wolke. Sie sieht so glücklich aus. Das ist toll. Also, wir werden uns jetzt aufmachen. Ah, das war mit dem Springen so ein bisschen doof, ne? Mit dem Springen war das so ein bisschen doof. Man musste irgendwie gucken, wie die Schatten platziert sind. Aber ich liebe einfach... Warte mal. Ich liebe einfach... Die Grafik ist toll. Nur das Klettern ist so ein bisschen... Aber ich glaube, wenn wir... Och Mann, ey. Ich scheitere schon an der allerersten Bohne. So, perfekt. Aber ich glaube, wenn man einmal einen Dreh raus hat, vielleicht. Ja, wir müssen oben einfach einen Speicherpunkt bekommen, dass wir uns das nicht mehr antun müssen. Vor allen Dingen, wenn wir runterfallen, fallen wir halt komplett runter. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen... Was ist denn das? Warum klappt denn das nicht? Kletter doch da jetzt hoch, verdammte Axt. Also, ich bin dafür, dass wir... Warte mal. So, erstmal den guten auffüllen. Warum hat er denn jetzt so einen Struggle, da hochzukommen? Ich glaube, aus diesem Grund habe ich diese Froschmünze hier nicht eingesammelt. Kann das sein? Ja, komm. Die können wir jetzt auch noch probieren, wenn wir jetzt eh... Ja, willkommen am Verzweifeln. Man muss einfach wahrscheinlich im Flow bleiben. Wenn man einmal im Flow ist... Pass auf. Man darf nur kein einziges Mal irgendwie ins Struggeln kommen. Ach. Wobei, hier geht es ja auch. Oh, es ist zauberhaft. Ich muss es als Foto festhalten. Mit so einer coolen Wolke. Doch, das war doch richtig. Also das ist von der Mechanik richtig beschissen gemacht. Oh, Alter. Und dann fällt er ständig runter. Fuck. Ist ja nicht meins. Das letzte Mal habe ich auch schon so gestruggelt, ne? Ich hoffe ja, dass wir jetzt bis oben hinkommen. Also, ich glaube, das müsste so gefühlt fast die letzte Etappe sein. Aber eine, die es in sich hat. Ja, es hieß ja, wir sollen uns so ein bisschen an den Schatten orientieren. Das ist halt so ein Ebenen-Mindfuck. Es ist wirklich so ein Ebenen-Mindfuck von den Dimensionen her. Wahrscheinlich, wenn man zuguckt, sieht das mega easy aus. Und dann wird jetzt wahrscheinlich bestimmt mindestens 2/3 von euch dem Backseat-Gaming verfallen und am Rummeckern und Machen sein. Da kann ich nur sagen, mach es selber. Und zwar in dieser Version. Dann können wir über den Rest drüber reden.
habe, glaube ich, gerade irgendwie so das Pech gepachtet, kann es sein? Boah, was ist denn das? Können wir flüchten? Pass auf, wir flüchten jetzt. Flucht fehlgeschlagen. Super, lieben wir. Also, dann gibt's jetzt erstmal einen Giftdampf. Oder auch Anti-Schädlingsbekämpfungsmittel. Wir sind ja an der Pflanze dran. Also, sie sollte sich wahrscheinlich im nächsten erstmal versuchen mit zu heilen. Und wer erkennt da so ein paar Parallelen zu... Peach ist tot. Ja, genau dazu Parallelen zu Paper Mario, Legende vom Millionentor. Ja, ich mache jetzt erstmal weiter. Der Große ist abflugbereit. Heißt übersetzt. Heißt übersetzt, weg damit. So, und deswegen sollten wir nämlich versuchen, irgendwie ein wenig auszuweichen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt nochmal einen Pilz für Peach. Hey, das ist echt bodenlos. Warte mal, ich stehe oben. Warte, also ich laufe hin und springe. Aber warum komme ich da nicht hin, Mann? Oh, ey, das ist so beschissen von der Perspektive. Ohne Witz, ne? Das ist das beschissenste... Ah, Alter, Fork, Mann. Spring doch da jetzt ran. Oh, ich hätte da oben irgendwo einen Speicherpunkt suchen sollen, ne? Ah, Mann, nur... Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ah, Mann. Beschissene Kacke, Mann. Entschuldigung, dass ich da jetzt so gerade auf Brass bin. Ach, du siehst es ja selber. Man kommt sich richtig bescheuert im Kopf vor, wenn es einfach ums Verrecken nicht klappt. Mache ich das, wenn ich jetzt dranhänge? Aber du siehst ja, wie beschissen das ist. Vor allen Dingen, ich sehe den Schatten da oben ja gar nicht. Eigentlich müssten wir theoretisch nur da weiterspringen, wenn wir dann einmal dran sind, ne? Ey, das ist so beschissen gemacht. Das ist das Beschiss... Und jetzt bleibt da. Ey, das ist das Beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. Gott, wir haben es geschafft. Oh! Aber wo mussten wir jetzt hin? Zu dem hier? Ich glaube, ne? Also, die Anreise war dezent schwierig. Wir haben auch nur 7 Minuten 50 gebraucht. Aber warum haben wir hier jetzt noch keinen Speicherpunkt in der Welt? Weil den hatten wir nämlich noch nicht. Deswegen mussten wir ja laufen. Warte mal. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen rum. Was sagst du mir? Der Bus befindet sich in Reparatur. Was für Bus? Hier oben kommt doch kein Bus. Wo hast denn du hier Bus gesehen? Ja, nee, ist klar. Das ist ein Haus. Da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Die Musik ist einfach toll. Ich suche jetzt eigentlich primär erstmal irgendwie einen Speicherpunkt. Oh, da kitzelt es mich im Ohr. Ah. Ist die Dummheit. Die Dummheit kitzelt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier ein Speicherpunkt ist, ne? Freunde, diese Bodenranke ist ja wirklich bodenlos. Und vor allem, wenn wir jetzt runterfallen, das ist halt auch Arsch. Aber vielleicht haben wir irgendwo in einem Laden einen Speicherpunkt. Ich habe halt Angst, dass ich an der nächsten Ecke wirklich runterplumpse, ne? Ja! Und damit müssten wir eigentlich... Habe ich gespeichert? Nee. Damit müssten wir eigentlich ja jetzt... auch den Schnellreisespot haben. Ich hoffe. Ich bete mal. Also, wir sind da doppelt hält besser und wir werden uns jetzt im Nimbusland weiter umgucken. Und Nimbus ist ja eigentlich Harry Potter, oder? Oh, die sind ja auch toll. Wo bin ich hier jetzt hingelaufen? Warte mal, dahin wollte ich. Gut. Tun wir so, als wären wir jetzt erst angekommen. Von hier unten. So. Und wer bist du?
Ich habe früher für König Nimbus gearbeitet, aber dann plötzlich eines Tages kam Valentina zu mir und sagte, ich sei gefeuert. Ich verstehe das einfach nicht. Er braucht doch Hilfe. Er ist doch krank. Okay, also König Nimbus ist krank. Die schwebt aber auch beschwingt. Mir fehlen all die Besucher, die sonst herkamen. Niemand kommt mehr zu uns hoch. Mögen sie uns nicht mehr? Nee, das liegt an dem beschissenen Anreiseweg. Erstens ist euer Bus da oben kaputt und zweitens sind die Ranken auch echt beschissen. Ihr könntet es ein bisschen touristenfreundlicher gestalten, dann würden auch mehr Leute kommen. Hallo? Oh, dein Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagt mir, ich suche was Bestimmtes. Na dann, was kann ich für euch tun? Wir gucken mal, was er anzubieten hat. Also, er hat Medium-Pilze, davon haben wir 7. Ich werde, glaube ich, mal den Bestand ein bisschen auffüllen. Ich kaufe mal 2, wobei hier wird es wahrscheinlich auch Klamotten geben. Kuschellatzhose. Oh, eine Kuschellatzhose. Ich möchte die Kuschellatzhose bitte haben. Eine Kuschellatzhose und ausrüsten. Hosen für alle. Kuschelcape. Außer für Bowser. Oh, wie fies. Bowser kriegt keine Kuschelkleidung. So, und wir haben auch Waffen. So, Mega-Handschuhe. Unbedingt. Dann gibt es den Kampffächer. Und dann haben wir kein Geld mehr. Aber ich habe das tatsächlich so jetzt verteilt. Auch hier gibt es für Bowser nichts. Die beiden haben wir jetzt ja momentan noch nicht so primär im Team. Deswegen passt das soweit ganz gut, glaube ich. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich könnte die ganze alte Kleidung verkaufen, ne? Das ist ja... Man will nicht meinen, aber das ist so ein Spleen von mir, dass ich Kleidung ja doch ziemlich häufig einfach ein Leben lang mit mir rumschleppe oder auch ein Spiel lang mit mir rumschleppe. Oha. Ich hatte ja wirklich gerade im Moment Schiss, dass das hier schief geht, ne? Ich habe Angst, kann ich hier runterspringen? Nein, okay. Wollen jetzt den Test mal machen. Und hier? Auch nicht. Oh! Aber kurz ein bisschen Schiss im Schlibbi gehabt, ne? Weil ich dachte, ich falle gleich aus der Map raus. So, dann haben wir hier noch einen Laden. Sieht auch ein bisschen unglücklich aus. Dezent unglücklich, wie das hier platziert ist. Willkommen! Immer hereinspaziert. Ihr wollt euch hier ausruhen? Hab ich hier recht? Oder hab ich hier recht? Eine Nachtruhe kostet 30 Münzen. Nee, so müde sind wir noch nicht. Bitte, komm bald wieder. Wenn ich wüsste, dass der Schnellreisepunkt jetzt funktioniert. Weil wir haben nur 40 Münzen. Naja, pass auf. Theoretisch sollten wir es einmal machen. Ja, gut. Um uns aufzufüllen. Das ist ja nicht, was uns hier erwartet. Ich rate mal drauf los. Ihr wollt auch auf diesem Traumkissen ausruhen? Das macht dann nochmal 30 Münzen extra. Das sieht etwas seltsam aus. Hab nur 30. Wollt ihr mir jetzt gerade noch mehr verkaufen? Oh nein, das sind Kissen. Das sah aus wie Steine. Oh, süß. Mario will nicht mehr aufmachen. Nie wieder. Das sind Betten. Ah, okay. Sieht aus wie Steine. Und das hier, also er sieht, wenn er da so aussieht, weißt du, es sieht einfach aus wie ein Schwengel mit weißen Hoden. Wie ein Schwengel mit komischen Grünen. Es, also, ungünstige Form. Ganz ungünstige Form. Wie kannst du nur so sexuell denken? Ja, kann ich. Siehst du doch. Arme König Nimbus. Ihm scheint es wirklich nicht gut zu gehen. Na, wer weiß. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. War Prinz Mallow mit A, nicht Mallow mit E? Weil unser Mallow heißt ja, glaube ich, irgendwie mit E. Ich guck gleich nochmal. War Prinz Mallow immer schon so groß? Um nicht zu sagen bullig und kolossal? Naja, die Dame wird schon nicht lügen. Ich habe ihn immer... Mallow... Mallow? Habe ich ihn das ganze Spiel über falsch ausgesprochen? Mallow? Ich habe ihn über falsch... Also, Mallow würde man ja eigentlich mit E aussprechen.
Habe ich ihn, seitdem ich das Let's Play mache, komplett falsch ausgesprochen und niemand sagt was? Also er bleibt jetzt einfach Mellow. Ups. Siehst du, der Erste, der zweifelt, im Übrigen. Ich habe einst im Schloss gearbeitet. Ihr solltet euch nur mal ansehen, wie sie mit dem armen Prinzen umspringt. Sie schlägt ihn. Das muss ein schreckliches Leben für ihn sein. Sie schlägt ihn? Okay, können wir die Behörden informieren? Es ist ja lange her, seit ich Prinz Mellow zuletzt gesehen habe. Er sah irgendwie anders aus. Aber nun ja, wieso sollte er es denn nicht sein? Hoffentlich wird der König bald gesund, aber nun ja, wenigstens ist der Prinz zurück. Nur, falls es doch nicht gut endet. Okay, das ist dann Plan B, oder was? Was sagst du zu den Wachen, die nun vor dem Eingang stehen? Ich mag sie nicht. Sowas hatten wir bisher nie. Tja. Das ist das Haus von Garo, dem Bildhauer. Er hat schon viele Dinge für König Nimbus geschaffen. Aber in letzter Zeit gibt der König gar nichts mehr in Auftrag. Liegt wohl daran, dass es um seine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Gut, dann gehen wir mal zum Bildhauer. Aber der macht goldene Statuen, wenn ich das richtig sehe. Ich bin der Bildhauer Garo. Ich habe früher für König Nimbus gearbeitet und viele Statuen für ihn gefertigt. Aber nun bekomme ich nur noch Aufträge für Statuen, die Valentina darstellen. Scheint also eine Selbstverliebte zu sein. Hey, schau doch nur, das bin ja ich! Ich bin gespannt. Also, mich verwundert es, dass er nicht schon viel eher hier rausgekommen ist, aber ich glaube, er kann sich auch einfach nicht mehr daran erinnern, ne? Ach, stimmt, er weiß das ja nicht. Er dachte ja hier, Weisequark ist sein Onkel. Der muss ein Findelkind sein, der muss irgendwie von der Wolke gefallen sein. Die Statue hier, Kleidermann, das ist König Nimbus, als er noch jung war. Oh, aber, Nanu? Das ist ja... Sag doch mal, wer bist du? Ich heiße Mellow, hallo. Und das hier ist mein Freund Mario. Mellow? Du bist es wirklich, Junge. Es ist ja so unheimlich lange her. Was bist du doch für ein prächtiger junger Prinz geworden? Prinz? Dann bin ich also wirklich? Er erzählt jetzt alles? Mario ganz außer sich. Ruhig, Brauner, ruhig! Wow, aber es ist ja auch krass. Aha, so, sonnenklar. Du wurdest also vom großen Weisequark großgezogen. Ja, kein Zweifel. Ich sehe es dir an. Du bist ganz gewiss unser hochwohlgeborener Prinz. Mario, gehört? Der Mann sagt, ich bin ein Prinz. Und wohl hochgeboren, oder so. Diese Valentina, ich wusste gleich, dass sie was im Schilde führt. Nur was genau? Das war die Frage. Wenn der Prinz schon eine Lüge war, dann könnte das doch bedeuten, dass unser König überhaupt nicht so schwer krank ist, wie sie sagt. Ui, dann aber nichts wie los zum Schloss und meiner Mutter und meinem Vater helfen. Mellow ist sauer. Der richtige Mellow. Wer da? Was willst du hier, Bengel? Raus mit dir aus dem Palast sofort! Oh oh. Oh. Wartet mal, Freunde. Mir kommt da eine ausgezeichnete Idee. Kommt doch mal bitte hier rüber und stellt euch vor mich, ja? Er macht jetzt vielleicht eine Figur? Oder so trojanisches Pferd mäßig? Erst bevor wir das machen, gucke ich, ob es hier noch irgendwas gibt, Freund. Nee, gibt's nichts. Seid ihr bereit? Ja, bereit wofür? Dann jetzt schön stillhalten, verstanden? Solange er uns nicht mit flüssigem Metall übergießt. Was macht er? Er hat uns mit flüssigem Metall übergossen. So! Hey, nicht bewegen, hab ich gesagt! Ihr müsst nämlich nun ein Weilchen lang so tun, als wärt ihr eine Statue. Kapiert?
Gut, dann wollen wir mal. Aber ich habe doch noch gar nicht mit allen gesprochen. Er schleust uns jetzt ein. Ach, wie gut. Lieferung für den Palast. Die neuesten Werke, für die Madame Valentina bei mir in Auftrag gegeben hat. Sehr gut, du darfst eintreten. Moment, was ist das denn? Die Statue hier, die sieht aber gar nicht aus wie Valentina. Huch? Klar tut sie das nicht, mein Bester. Es ist ja auch eine Statue von Valentinas Neffen. Der hieß, Mariotto. Alles klar, oder? Ihr Neffe? Mariotto? In Ordnung, rein damit. Ich doch gesagt, trojanisches Pferd. Die Musik. Ach, du Scheiße. Puh, das war knapp. Gut, dass wir das hinter uns haben. Ein Neffen Mariotto gibt's übrigens keinen. Und Mariotto erst recht nicht. Welch entzückender Anblick. Meine herrliche Schönheit. Vielfach strahlend, wie die Sonne selbst. Gut gemacht, Garo. Nur du bist in der Lage, so etwas Atemberaubendes zu erschaffen. Ich danke euch, Majestät. Dann will ich mich sogleich empfehlen. Warte! Das hier? Dürfte man erfahren, was dieses durch und durch hässliche Gebilde darstellen soll? Das ist ja mein neuestes Meisterstück. Ich habe es nur für euch erschaffen. Es ist abstrakte Kunst. Jawohl. Und das heißt, auf der Suche nach dem verlorenen Bruder. Schau hier, der volle Schnurrbart. Er symbolisiert die Erfülltheit des Herzens mit wahrer Bruderliebe. Und die keck hervorlugenden Koteletten, die stehen für die kleinen, aber markanten Gefühle, die man nur ganz verhalten der Welt zeigen möchte. Ja, genau so. Und dazu die Beine. Ja, wohlgeformt, voller Stärke, berstend vor Sprungkraft. Ja, genau, denn das Leben erfordert oft große Sprünge von uns. Sagt, gefällt euch mein Werk? Also, so betrachtet, ja, als unfehlbare Kunstkennerin hab's natürlich sofort erkannt. Es ist spektakulär gut gemacht, Garo. Du hast meine herrliche Schönheit und meine gewaltige Kraft gebührend verewigt. Sehr gut, Garo, sehr gut. Danke, Majestät. Danke, ihr seid zu gütig. Dann auf bald. Ich weiche. Gott. Köstlich, diese Schönheit. Dodo, her mit dir. Sitz nicht herum wie ein Huhn auf der Leiter und komm gefälligst Statue entschlieben. Schleppen, schlieben. Dodo, tanz an! Dodo, den hat sie doch als hier Prinz Bello vorhin ausgegeben, ne? Mach! Sie sollte lieber lieb zu dem Vogel sein, der sieht so niedlich aus. Er hasst sie, was ich auch verstehen kann. Aber der sieht doch viel kräftiger aus. Warum hackt er die nicht einfach tot? Guck mal, wie der Boden glänzt. Hier kannst du aber auch essen. Da darfst du aber auch nicht hinfallen. Da siehst du sofort jeden Fingerabdruck drauf. Boah, diese Lache, ne? Und diese Musik. Weißt du, könnt ihr euch noch hier an... Wie heißt er denn? Warte, dazu müssen wir in die Karte reingehen. An Borsto erinnern? Die würde zu Borsto richtig gut passen. Boah, wir haben Speicherpunkt. Dabei
wollte ich hier noch gar nicht rein. Ich war noch gar nicht fertig, mit den anderen Leuten zu reden, ne? Dodo! Hast du die Statuen ordentlich aufgestellt? Freut mich, dann los, polier sie, solange bis sie glänzt und strahlen, wie meine herrliche Schönheit. Hörst du mir überhaupt zu? Ab mit dir, faules Ding, und wehe, ich erwische dich wieder beim Nickerchen machen. Heißt, ich muss zurück und mich hinstellen. Ich bin ja gespannt, vielleicht läuft das Ganze nach Zeit. Uff, das war richtig schlimm. Dodo ist sicher nicht gerade guter Laune. Spiel weiter Statue, so gut du kannst. Aber wenn Dodo dich picken will, dann spring. Nur so weichst du seinem Schnabel aus. Mach dich bereit, er ist auf dem Weg hierher. Okay, spring. Also es ist so ein bisschen Taktikspiel, Musikspiel. Hui! Wer hatte auch gerade den Moment und dachte so von wegen... Und dachte gerade, er hat was gemerkt? Ah! Nein! Oh, oh. Ich weiß nicht. Scheiße. Bitte? Was faselst du da? Die Statue ist... kitzlig? Faule Ausrede. Du willst dich doch nur vor der Arbeit drücken. Marsch zurück, sonst geht's dir in den Kragen. Okay, wir müssen es, glaube ich, wirklich schaffen. Ach du Scheiße. Das ist auf jeden Fall so Kategorie Musikspiel mäßig. Okay. Oh, mein Herz bleibt stehen. Ah! Den Punkt müssen wir abpassen. Ach, Dreck. Das ist schwer. Das ist wirklich... Es reicht langsam. Wenn du solche Angst vor den Statuen hast, dann lass sie doch deinen Schnabel spüren. Oh, das war richtig. Pass auf, wir machen einfach gleich die Trio-Technik. Cosmo-Panzerkracher. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Los geht's! Der Dodo ist da. Der Dodo, Dodo, ich mit. Dodo. Keine 255 Schaden einsteigen. Lieben wir. So, sie hat doch jetzt auch noch was Kräftigeres. Ah ja, der Fächer, der irgendwas. Ey, piekst mich doch nicht die ganze Zeit. Meinst du Feuer? Ich denke mal, wir probieren es mal mit Feuer. Feuer! Wir haben so coole Attacken, ne? Ah, anfällig. Ey, das ist eine Lady, Entschuldigung. Ob der Angst hat? Der scheint ein kleiner Schisser zu sein. Pass auf. Buh! So, wir brauchen jetzt mal eine Heilung. Ich nehme mal ein Gruppenknuddeln. Oh nein, was macht er denn? Er furzt mich voll. Ein Giftfurz, wohlgemerkt. Erdkracher? Pass auf, wir lassen es jetzt mal richtig krachen hier. Der Arme, ey. Oh mein Gott. Jetzt noch eins mit dem Fächer oben drauf. Klatscht wie so eine Peitsche. Gut, dass wir dass wir die Waffen aufgedingst haben. Er verschwindet. Ey, Schiebung, komm wieder zurück. Nee, gut, dass wir die Waffen, also dass wir erstens Items gekauft haben und vor allen Dingen auch Kleidung. Und Waffen. Aber ich bin jetzt nicht mehr in Gold. Die Musik. Es ist ja grausam. Ich werde mal speichern. Leute, wir werden wahrscheinlich direkt gleich auf sie treffen.
Aber wie das Ganze weitergeht, werden wir leider erst in der nächsten Folge erwarten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start wärt und wünsche euch einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei.